Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie Etiketten drucken, zum Beispiel für Archivschachteln. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich starte zuerst mit der Datenbank. Ich habe hier eine Adressliste. Ich öffne die einmal. Sie sehen, ich habe hier, ich weiß, es sind komisch geschriebene Namen, aber ich habe absichtlich falsche Wörter verwendet, damit wir das nachher besser erkennen. Also ich habe hier eine ganze Liste. Ich muss die nicht offen halten. Ich schließe dieses Excel wieder, aber ich verbinde nachher das Word mit dieser Liste. Ich starte also mit Word. Bei Word gehe ich zu Sendungen. Bei Sendungen gehen Sie zu Seriendruck starten. Ich verwende also nicht hier Etiketten, sondern Seriendruck starten und verwende hier Etiketten. Wählen Sie hier aus, welches Produkt Sie haben. Ich habe nun Herma und hier Herma Nummer 4814. Das sind Etiketten in der Größe von 3,3 cm Höhe und 6,6 cm Breite. Perfekt, okay. Was habe ich hier erhalten? Ich sehe hier irgendwie so etwas wie eine Tabelle. Hier oben habe ich Spalten. Leider sehe ich die Tabelle nicht richtig. Ich würde hier Folgendes machen. Gehen Sie hier zu Layout und sagen Sie hier bei Layout, Sie möchten gerne die Gitternetzlinien anzeigen. Jetzt sehen Sie die Tabelle ein bisschen besser. Diese Linien hier werden nicht ausgedruckt. Also, wie geht's weiter? Ich bin wieder bei Sendungen und ich sage nun, welche Empfänger oder was soll hier auf diesen Etiketten stehen? Denn Word hat noch gar keinen Kontakt zu irgendeiner Tabelle. Ich wähle hier vorhandene Liste. Ja, das verwirrt ein bisschen hier. Neue SQL-Server-Verbindung und so weiter. Aber Word hat ja keine Ahnung, wo diese Liste ist. Sie ist bei Dokumente. Hier habe ich sie bei Adressen. Öffnen. Hier fragt mich Word, auf welcher Tabelle im Excel denn diese Adressen sind. Ich habe hier etwas gefiltert. Hier sind aber die Adressen drin. Vielleicht haben Sie in Excel noch eine zweite Tabelle, aber meistens ist es hier die erste. Okay? Was ist passiert? Hier steht überall nächster Datensatz. Word weiß ja noch gar nicht, was ich hier einfügen möchte. Ja, es fehlen noch die Seriendruckfelder. Ich gehe hier auf Seriendruckfeld. Ich erkenne hier wieder meine komischen Ausdrücke. Ich möchte tatsächlich den Namen einfügen. Und ich mache hier einen Leerschlag und füge das nächste Seriendruckfeld ein, den Vornamen. Ich mache eine Zeilenschaltung, das nächste Seriendruckfeld. Nun hätte ich gerne die Adresse einfügen. Ich schließe das wieder. Zeilenschaltung, natürlich noch die Postleitzahl. Achtung, Sie können hier wählen oder hier. Nehmen Sie das, was Ihnen besser passt. Postleitzahl, Leerschlag. Ich würde auch das hier unten nehmen, geht schneller. Und natürlich noch den Ort. Das war's. Aber hier fehlen ja noch die anderen Adressen. Stimmt, Sie müssen unbedingt noch die Etiketten aktualisieren. Und doch sehe ich meine Adressen noch nicht. Gehen Sie auf Vorschau. Jetzt sehe ich alle meine Adressen. Und Sie können hier bei diesem Tonband nach vorne spulen und so weiter. Und wenn Sie drucken möchten, gehen Sie auf Fertigstellen. Hier bin ich unsicher. Darf ich hier schon drucken? Ja? Jetzt kommt die Frage, möchten Sie denn alle Adressen drucken oder nur gerade den aktuellen Datensatz? Das wäre gerade das, was Sie hier auf dem Bildschirm sehen. Oder ich sage nun tatsächlich alle. Okay, Achtung, jetzt beginnt der Drucker tatsächlich zu drucken. Das war's.